Guten Tag, meine Freunde, willkommen zu einem Vlog. Heute der überteuerte Red Bull Adventskalender. 40 Tacken bei Kaufland. So, also ich habe gesehen, auf TikTok gebe ich da Gletschereis in der 24 drin sein. Ob es eine Lüge ist, ich glaube schon. Und ich fange an mit der 1. Nee, doch, will ich. Wow, direkt Glück gehabt! Oh, ich liebe das weiße Red Bull. Leute, stoppe jetzt. Okay, wie lange ich brauche, um Red Bull zu trinken? Okay, bereit? 3, 2, 1, go. Wenn die nie gegessen hat. Was, wenn die sich nicht übergibt? Ey, die ist voll rot angelaufen. 10 Sekundettos. Du warst mal besser. Stimmt. Ja, das ist ein bisschen schlecht und irgendwie habe ich zu viel in meinen Mund bekommen. Du warst mal besser, Sam. Du hast echt nachgelassen. Ja, aber jetzt bist du echt. Ich hab trotzdem. Warte, willst du jetzt jeden Red Bull so trinken? Ach so, Essen tut sie auch nebenbei. Ja, Leute, jetzt gibt's noch ein paar Churro-Videos. Ihr dürft auch. Es ist Sahne. Okay. Du hast nur einmal rein, Tonken Egg. Okay, und nebenbei isst sie noch? Oh mein Gott, das ist langsam. Was wäre das für ein Video? Ging es nicht um Red Bull? Ist halt was dein Lieblings-Red Bull? Ich liebe weißes Red Bull. Wow. Außerdem? Nix. Ja, okay, Juneberry. Eck, du? Obwohl, nein, stopp, nicht Juneberry. Wie heißt das neue? Das grüne? Mm-mm. Das pinke. Das hellblaue. Ja. Gummibär oder so. Leute, ich mag nur das normale Red Bull. Ja. Wie langweilig. Mein Gott, die ist so LW. Eigentlich trinke ich jedes Red Bull außer das gelbe. Hä, hey, Juneberry feiere ich auch. Das hellgrüne mag ich auch. Kaktus, meinst du? Also Kaktusfeige. Kann sein, dass es das ist. Normale geht halt schon auch, ja. Aber so auf Dauer wird es halt langweilig. Boah, das Gelbe mag ich auch. Okay, Leute, Nummer 2 ist hier. Nein! Nein! Leute, wie aus dem Schicksal heraus bestimmt das Normale. Ja! Die wissen, was ich mag. Das ist mein Schicksal. Was ist es? Oh, boah, ich glaube, das habe ich so lange nicht mehr getrunken, gell? Weil es einfach nur eklig ist. Hey, du trinkst jetzt dieses Red Bull. Ach, da kriegst du einen Herzinfarkt. Leute, das ist auch eins, die ich hate, wirklich. Digga, das ist so eine eklige Sorte. Nimm die raus und pack Gletschereis zurück. Red Bull, falls ihr einen Spaß habt, ich bin immer bei euch. Hey, mit Gletschereis, da war doch irgendwas. Da ist irgendeine Allergie oder so. Ich habe keine Allergie gegen Gletschereis, mir egal. Yes. Du hast einen Ausschlag oder so bekommen. Ich? Ja. Number 4. Nummer 3. Wer die 4 Stelle findet, ach so, als du. Achso, die 4. Hab gefunden zuerst, ich darf öffnen. Nummer 4. Nein. Was? Nein. Boah, obwohl, Leute. Das da und das lilane Gemisch, Leute, ist ein Banger. Leute, Heidelbeere geht auch noch, klar mag ich auch noch. Aber sonst eigentlich gar nicht. Warte, bis wir das lilane ziehen. Ich hoffe, das lilane ist da drin. Die zwei gemischt, Leute. Ich mag das Lieder nicht. Komm, ich hab gegessen, ich hab Red Bull getrunken, mir geht's echt viel besser, Leute. Abgesehen davon, dass mein Getränk außer mit Alkohol versetzt war. Was soll das eigentlich, Jopinas? Stell dir vor, ich wäre allergisch auf Alkohol. Stell dir vor, ich müsste noch fahren, ich würde am Ersticken und müsste auf einmal richtig viel auf einmal trinken und ich trinke mein Getränk. Ja gut, du wärst ja nicht direkt betrunken. Red Bull hat schlau gemacht. Komm, ich hab zwei Dinger gemacht. Ihr macht das auf. Oh mein Gott, das ist Juneberry. Darf ich so? Nein. Das ist auch ein absolutes Okay. Also das ist wirklich unter den Top 5, würde ich sagen. Das ist Top 1, das ist so 5. Boah. Nummer 6 da ist Nikolaus. Ja, Mann. Alter, ich sag gerade immer, die haben zwei Dinge. Ich sehe nicht. Oh, ey, bitte kriege ich das Zero. Machst du Tacos? Hm. Eis Vanilla Berry. Du sagst es falsch. Eis Vanilla Berry. Ja, ich mag es auch nicht. Hey, lass mal testen, ich weiß nicht mehr, wie das schmeckt. Das ist das Neue oder nicht? Ich hab vergessen. Wenn man das auf X trinkt, Leute, ihr seid auf einem anderen Universum. Hab ich das mal getestet? Ja. Yeah. Hey, das hat das neue Red Bull im Shot gedreht. Das schmeckt irgendwie nach Bubblegum. Mit Wassermelone. Mm. Das kommt auf die 2. Okay, also das Weiße ist das. Weiß ist 1, Blau ist 2. Und das? Hier ist noch Platz. 2 Stück. Die macht Red Bull Ranking. Das ist 5. Oh mein Gott. Inga, bitte, ich bin so sauer, pack das weg.
7? Ich muss mich übergeben. Okay. Ey, du musst mir nicht sagen, wo Red Bull ist. Ich spüre sowas. Boah, weh, Digga, weh. Gelb ist die allerekelhafteste Sorte. Leute, Schau, wie kannst du wieder hier irgendein das eklige Zeug machen? Oh mein Gott, Zero. Nein. Wo guckst du so? Oh nee. Leute, Red Bull Zero geht auch noch klar, aber trinke ich nur im Notfall, wenn ich todmüde bin und wirklich kein Red Bull mehr da habe. Also jeden Tag. Nein. Jeden Tag sind todmüde. Also, ja, boah, mir ist so schlecht, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch sitze mit euch. Number 9. Auf dem alten Mann. Was ist das? Boah, nee. Leute, ich schwöre, ich kann dieses Normale nicht mehr trinken. Ich hatte so eine Sucht. Ja, okay. Ich hatte so eine Sucht, Leute. Wirklich, ich kann diese, wenn ich die riech schon das rieche, gell. Oh mein Gott, nein! Ich war Club! Deshalb kann ich das nicht mehr riechen, Leute. Was? Danach ging es mir nicht gut. Keine Sorge, Leute, das letzte Mal Club war Februar 23. Es ist so, es war Februar 23. Ich sag da nichts. Hab mich in unseren Clubbesuch erinnert. Nie wieder, Leute, ich war einmal mit der Club, gell. Oh mein Gott, ich musste bezahlen. Die hat alles verloren, ihr Lipliner, ihr Geld, ihre Karte, alles einfach. Dann musste ich mit ihr in irgendeinen creepy Raum gehen. Sagen, die hat ihre Karte verloren und so. Du darfst gar nicht drin erinnern, du hast ja an jeden Freund von mir rangemacht. An die Leute, ich hatte früher das viele Menschen. Bitte! Nummer 10. Und bäh. Das geht doch. Ich schmecke nach Fruchtzwerge. Leute, das. Egal wann, egal wo, ich will es nie trinken. Ich trink's. Jetzt. Nein, Spaß, Leute. Ich fühle mein Herz schon schneller. Schlägt. Leute, ich hatte letztens Erste-Hilfe-Kurs und die Frau hat gesagt, ein Mädchen hat in ihrem Erste-Hilfe-Kurs 10 Red Bulls getrunken und auf einmal hat die epileptischen Anfall bekommen. Epileptischen? Warum trinkt man 10 Red Bulls? Keine Ahnung. Ich habe da geschlafen. So, jetzt kommen die 11, Leute. So viele Jungs hat Egg nicht. Sie hat mehr. Hä? Aua. Oh, oh, das ist auch okay. Das ist auch noch trinkbar, würde ich sagen. Ja, ich hab vergessen. Leute, das ist richtig süß. Es schmeckt nicht so nice. Aber es ist okay. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das ist schlimm wie gelb oder rot. Meine Familie. Das sind noch drei. Deine Familie. Nummer 12. Also die Hälfte haben wir schon. Ja, ich sehe es. Nein, nein. Ich sehe in diesem Kalender nichts. Ich sehe es, weil ich bin Red Bull lieb. Boah, das ist eklig. Das kannst du behalten. Leute, es sind Welten, gell? Das hier schmeckt urgeil und es schmeckt einfach eklig. Hä? Ah, das ist Sugar-Free. Ja. Alles, was Sugar-Free ist, ist eklig. Ich habe letztens in Geld mit aus der Cola Zero bestellt und das war eklig. Die war irgendwie trotzdem mehr als die Hälfte leer. Ich hatte Durst. Nummer 13. Boah, Zero, oder? Nee. Boah, Leute, wie gesagt, ich kann das ja mehr sehen. Ja. Die nächste Frage. Als ob die, ganz ehrlich, als ob die nicht hinkriegen würden, wirklich eine jede Special. Sorte eine. Hä? Es gibt doch so viele. Bei Gott, Leute, es gibt zum Beispiel noch Peach, Gletschereis. Was war da noch? Letzten Winter gab es auch irgendeine geile Sorte. Es gibt so viele Sorten, die da reinpacken könnten. Dann das Hellgrüne, das Dunkelgrüne. Es gibt richtig viele. Also ich bin euch ehrlich, ich habe Angst, immer eine neue Red Bull-Sorte zu testen. Nein, Digga, boah, full rein, Leute. Direkt wie ein Achterbahn. Ja, bei dir. Ja, ich merk's. Wer ist jetzt dran? Heck. Warte, ich mach's dir vor. Boah, hä, hey, warum machen die so oft mal rein? Was ist es Sugar-Free? Nein, das ist normal. Normal. Achso, nein. Eis Vanilla Berry. Eis Vanilla Berry. Nicht Sugar-Free. Willst du es haben? Ja, klar. Oh, Familie. Die stellen sich hintereinander. Nein! Das bin ich. Deshalb stehst du auf dem dritten, vierten Platz. Inga, hör auf damit. Das ist absolut keine Platz 3, Digga. Das ist ein Platz 800. Das kommt hier hin. Aber das Rote finde ich schlimmer. Okay, now we talking. Leute, das ist auch ganz nice. Das habe ich früher jeden Tag im Sommer gesuchtet. Das kommt auf die Kaktusfrucht, Leute. Es hat einen leichten Touch von Kaktus und noch irgendwie so was Limettiges. Es ist super. 16, so viele Jungs hat Egg. Ah, nein, ich habe gar keinen mehr. Alina. Zero. Nein. Oh, jetzt musst du die zwei mischen. Boah, das schmeckt gut. Egg, misch die zwei. In was denn? Gib her. Nein, das ist ganz easy. Leute, die zwei, gell? Also Acai und Waldbeere gemischt ist ein geisteskranke Kombi. Natürlich testet sie. Nein. Hä? Warte kurz. Wir haben ein bisschen Platz gebraucht, Leute, für Acai. Acai. Mir egal, jeder sagt Acai, Acai. Ich finde auch nicht schön. Ist Acai eine Frucht? Aber was ist eine Frucht?
So, und jetzt. Wow, ja. Hey. Gut, gell? Oh, lecker! Schmeckt Seife. Dann nach 15, 16 kommt die 17. Oh. Aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich sehe nochmal Zero von hier. Ich bin ehrlich enttäuscht, Leute. Wir haben wieder Zero. Red Bull Zero schon wieder. Bitte ein normales. Zero! Calories. Ich habe eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Sugar-Free und Zero? Ich verstehe es bis heute nicht. Was steht hier? Ohne Zucker und ohne Zucker. Was und steht hier? Zero ist ja auch ohne. Was steht hier? Hä? Seit wann hat Red Bull Kalorien? 19, gell? Wo ist 19? Das ist auch gut. Hä, wer hat denn davon? Achso. Hä, hat der von kein Juneberry? Ah, doch, hier. Zwei Juneberries. Juneberry ist so eine solide 5, Leute. Ich bleib dabei. Da sind noch immer zwei Plätze frei. Nummer 20. Normales Red Bull, Leute. Shit, das ist die Beste. Vier davon habe ich was entdeckt. Wow, Leute. Zero. Zum dritten Mal. Ey, real. Die hätten wirklich jede Sorte reinpacken können. Es gibt mindestens 10, 15 Sorten, gell? Das kennst du beide nicht. 22? 22. Oh, Egg, bitte. A White Edition. Bitte, Egg, ich gebe dir irgendwas, was du willst. Mm. Hier noch ein Zero. Leute, Red Bull White. Egg, bitte. Ja, okay. Ja, okay, also, du hast aber deinen Kalender. Egg, bitte, bitte. Ich will du was kriegst, bauen. Hier, nimm Juneberry. Ich will was bauen. Was willst du bauen? Ja. Okay, jetzt 23. So alt bist du jetzt. Richtig, ehrlich, wir haben 24. Dann musst du die 23 öffnen. Ja, okay. Was ist das? Oh mein Gott, Leute. Ey, das... Wir sind füreinander bestimmt. Das normale Red Bull und ich. Jetzt 24. Und hier drin ist... Halt dein... Was? Nimm es. Also Red Bull. Hinter Ingwer steht noch ein Red Bull-Kalender. Ich habe mir 2 Stück davon gegönnt, Leute. Und ich kann euch eins sagen, ich werde einen davon zurückbringen und auf eBay versteigen für 80.000 Euro. Weil real, Leute, was ist das? Ich hätte viel mehr erwartet. Mein Gott, ich hätte so exotische Sorten oder so gewartet. Oder mindestens eine neue Sorte, die richtig crazy ist. Ja. Oder meinetwegen nimmt Gletschereis, Leute. Keine Ahnung, von 2023 oder wann ist das? 22? Ihr habt schon die Rezeptur, ihr müsst mir was Neues machen. Ich sag ehrlich, ich habe schon hier geguckt, Leute. 13, 14. Sorry, aber ihr könnt doch nicht von einer Sorte einmal Zero immer nicht. Das ist so Müll. Es gibt Peach, Gletschereis. Ich schwöre, Gletschereis wäre so geil gewesen, Digga. Den Leute, ihr habt doch schon die Rezeptur. Was soll das? Außerdem, es gibt so Leute, die kaufen das auf eBay für 80 Tacken, Alter. Ob ich kurz davor war? Ja. Ob mein PayPal dann ging? Ja.